Hallo und guten Abend. Ich habe meine Bestellung von Millicree bekommen. Das ist eine Facebook-Gruppe, wo man halt eben sammelt und am Ende des Monats ist abgerechnet und dann kriegt man seine Ware. Und ich zeige euch gleich mal etwas. Und zwar habe ich mir es gab mal eine Aktion im Sommer zu diesen Via Memory Keepers Produkten. Und dann habe ich mir das halt eben einmal bestellt und auch das hier. Und dann war es irgendwie ganz, ganz lange nicht lieferbar. Und jetzt habe ich es bekommen. Und zwar ist das hier so ein kleiner Bone Folder. Ich habe schon bei der letzten Bestellung ja ein Falzbein bestellt, aber das ist hat eben für, wenn man Alben macht, da kann man eben so ganz großflächig den Kleber mit dem Papier verbinden. Es hat hier ein Plastik, würde ich mal sagen. Jo, ich denke ja. Und ja, ich hänge ihn hier so oben hin. Und mal schauen, ob vielleicht finde ich für ihn noch ein anderes Plätzchen, weil da ist eigentlich mein Föhn. Ja, und das ist der einzige Preis, den ich mir aufgeschrieben habe, 8,95 €. Dann hat das Baby geweint, ich musste zurück ins Schlafzimmer. Jetzt bin ich wieder da und habe dazu ehrlich gesagt keine Lust mehr. Deswegen, ja, genau. Und das hier, das habe ich mir schon mal gekauft gehabt, aber so, das wird ja nicht schlecht, ne? Das kann man immer noch benutzen und ich freue mich schon, wenn ich mal wieder etwas binden kann. Moment, gelingt mir das aber nicht so gut. Also ich kann im Moment nicht so gut Mini-Alben basteln. So, dann wegen meinem Planer hier. Ne? Ich habe ja hier so meinen süßen Planer. Der ist mal aufgeschlagen und ich gucke ihn mir total gerne an. Und ich wollte unbedingt ein Stempelkissen haben, was ich auch auf Washi-Tape stempeln kann. Und ich habe so bei mir geguckt, ein paar getestet, die ich so da habe. Es hat keiner funktioniert. Dann dachte ich mir so, versuchen wir mal diesen Jet Black von Stays On. Gott, ist der hässlich, oder? Ist die Verpackung hässlich? Und als ich die gesehen habe, ist mir eingefallen, ich habe ja auch davon eins. Hier, den ich ganz stiefmütterlich behandle. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch gut ist. Ja, keine Ahnung. Ja, ich finde, die sehen alle so hässlich aus, oder? Auf jeden Fall wollte ich so einen kleinen, damit der in meine Schublade hier passt, wo meine anderen kleinen sind. Aber diese ist ja ohne Aufteilung, die könnte ich hier vielleicht reinquetschen. Ich wollte sowieso die erste Schublade für meine gängigsten nehmen. Vielleicht wird es auch gar kein gängiger, weil ich gar nicht so oft auf Washi-Tape stempel. Naja, aber abgesehen davon, dass ich das auf Washi-Tape stempeln will, kann man das auch auf Folie für Wasservermalfarben nehmen. Man bräuchte vielleicht dafür einen extra Reiniger, aber mir ist das nicht so schlimm, wenn meine Stempel einfärben. Die stempeln ja immer noch gut. Genau, also den habe ich hier bestellt und den habe ich auch bekommen. Dann habe ich mir noch weitere Stempel bestellt. Die hier von Aladdin, ich habe davon schon welche und die sind wirklich quick dry. Also das, was hier drauf steht, ist auch wirklich die Wahrheit. Und da wollte ich unbedingt noch so einen schwarzen haben. Ja, die laufen auch nicht durch. Also ich habe jetzt direkt keinen Test gemacht, aber ich habe es, glaube ich, bei der ersten Packung schon mal getestet. Ne? Also ja, die sind gut. Die sind echt top. Ich weiß gar nicht, ob es dafür Nachfüller gibt. Da habe ich mich noch nicht so wirklich erkundigt, aber meine anderen sind auch noch relativ feucht. Ja, ich habe erst angefangen mit Nachfüllern besorgen. Früher fand ich das ja mal eine absolute Geldverschwendung. Jetzt sehe ich das ja ein bisschen anders. So, weil wir gerade beim Thema sind, Nachfüller. Ich hab ein paar Nachfüller bestellt, aber nicht alle waren lieferbar. Ich habe einmal hier den Versa Magic Night Sky bekommen. Den muss ich aber sowas von dringend auffrischen. Wo ist er denn? Ja, ich habe ihn doch nicht weggeschmissen und dann erst kommentiert, oder? Nein, 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 mach das nicht, Olga. Doch, da ist er. Wir machen das mal zusammen. Wir machen das jetzt mal. So. So. Ich nehme hier so einen Schmierzettel und kann euch zeigen, der ist schon ein bisschen trockener. Ne, also, so ist er eigentlich nicht. Der ist schön. Dem Nachtblau. Und jetzt mache ich mal hier so drauf. Und dann ja, saugt das Kissen die Farbe wieder auf und dann können wir schön stempeln. Das dauert jetzt so ein bisschen, weil das ist hier so ein Kreide-Chalky-Ding. So, genau. Das wird jetzt ein bisschen dauern, bis das alles aufgezogen ist. Und danach können wir uns das angucken, wie schön saftig das ist. Ja, kann ich das hier drauf machen? So, dann habe ich mir hier noch einmal White Shimmer bestellt. Dazu habe ich auch ein Stempelkissen. In klein, nicht in groß. Ich habe nicht so viel Platz hier. Alles ein Mini. Ich habe ja kein Zimmer, sondern nur eine Ecke hier.
Ja, der ist noch feucht, aber ja, ich wollte schon mal haben. Warte mal, jetzt zeige ich euch den falschen. Ach ja, liebe Mädels, es ist schon sehr, sehr spät. Für mich. Da, White Shimmer. Champagne habe ich mir, musste ich mir das letzte Mal, glaube ich, gekauft haben. Ja, naja, ich weiß jetzt nicht, wo das alles ist. Ich räume es nachher wieder alles so schön ordentlich weg. So, dann von Ranger habe ich mir ein paar mehr bestellt, aber die waren irgendwie alle nicht lieferbar. Pine Needles ist aber mitgekommen. Hatte ich noch nicht. Freue ich mich drauf. Ein paar Grundtöne. Also, ich habe ja schon ein paar, aber ja, manchmal ist man ja dann am Ende seines Lateins, weil irgendwie braucht man noch ein paar andere Grundtöne und deswegen wollte ich den unbedingt haben. So. Dann habe ich mir hier so ein Novo Glitter Drop gekauft in der Farbe Silver Mandat. Ich habe ja beim letzten Mal den silbernen mir bestellt. Und jetzt wollte ich auch noch den hier haben. Ich teste das auch mal. Ich glaube, ich werde das ja gleich mal machen. Also der wird bestimmt so durchsichtig und man sieht nur das Silberne. Also das hoffe ich mir, dass es so ist. Aber sieht schon ganz danach aus. Ich mag hier ganz gerne, auch wenn sie ein bisschen flacher sind, ein kleines bisschen mehr. So, so finde ich das auch schön. Dann ist das schön ein bisschen flacher. Genau, okay. So, dann kamen noch zwei Shimmer-Powders mit an. Und da freue ich mich schon, damit zu spielen. Oh, ich liebe die ja. Jetzt habe ich einmal Jade Foundation und Atlantic Burst. Und ich bin jedes Mal überrascht, wie das aussieht, weil so wie es hier aussieht, ist es meistens nicht. Das habe ich ja schon mit Green Parade gemacht. Ja, der ist halt ihm so. Also so gefällt er mir am allermeisten, aber er kommt ja ganz anders raus, habe ich euch ja gezeigt, ne? Aber ich habe auch gezeigt, wie man das, wenn man das komplett mit Wasser vermischt, alle Farben miteinander, alle Partikelchen, dann wird es genau die Farbe, die hier drauf ist. So, und jetzt habe ich noch ein bisschen mehr in dieser Richtung. Mal schauen, wie das aussieht. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt alle besitze, die es gibt, aber ja, ich freue mich. Ich weiß es nicht, ob ich jetzt, ob alle da sind. Ich müsste meine Rechnung mal genauer angucken. Ja, auf jeden Fall werde ich mit denen spielen. Auf jeden Fall. Dann habe ich mir von Studio Light diesen Paperpad hier gekauft. Der hat hier hinten so Vellum. Viermal. Und ich finde es ähnlich wie bei Action so schade, dass es so nah beieinander ist. Das ist echt schade. Aber gut. Und dann haben wir hier so einfache Motive. Hat die im Winter, ne? Da, kuschel, kuschel. Hier kann man die ausschneiden, also in vier Teilen. Und hier sind Motive zum Ausschneiden. Ich muss ja sagen, ich werde ja immer besser mit Ausschneiden. Das könnte ich hinkriegen. Also, das ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber das und das kriege ich hin. Ob ich dabei jetzt so viel Spaß habe, weiß ich nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, die Motive zum Rausdrücken, die muss ich auch alle nachschneiden, weil mir das nie gefällt, wie das ist. Genau. So, das ist einmal so ein winterlicher Block. A5, 36 Blätter sind da drin. Dann geht es mit Winter weiter, weil ich ja in Dezember, das ist meine Bestellung von Dezember. Dann habe ich mir einmal das hier bestellt. Also einmal Tannenbaumzweige und mir fehlen die Worte. Wie heißt denn das? Schatzi, wie heißt denn das hier? Das hier oben, was an dem Tannenbaum hängt. Wie heißt denn das? Tanzapfen. Genau, danke. Genau, mit Tannenzapfen. Das ist so ein Layer-Look. Finde ich voll cool. Musste ich mir bestellen. So, und dann kommen wir zur. Ein Schätzelein. Ach, das war auch ein bisschen teuer. Es musste 20 € sein oder ein bisschen weniger. Das sind ja, Stanzschablonen für A6-Karten. Und wisst ihr, was ich total toll finde, ist, dass sie nicht miteinander verbunden sind. Denn ich finde es nichts Schlimmeres, als wenn sie so nah beieinander sind. Und dann muss ich da irgendwie ran und das abpuppeln. Och. Ja, ich finde es cool, dass es das hier nicht der Fall ist. Und freue mich total drauf. Finde ich voll schön. Ich bin ja ein Fan von. Stanzschablonen passend zu A6-Karten. Ich habe ja schon so einige. Also wir wollen mal nicht zusammenziehen, wie viel Geld das gekostet hat. Wollen wir nicht. So, gehen wir zu Stempel. Hier sind auch noch zwei winterliche.
Und zwar habe ich mir diese hier gekauft, weil ich den so knuffi, knuffi, knuffi finde. Und ja, in letzter Zeit mache ich ja total gerne die Langkarten. Also passt er da ja super drauf. Was da immer gut ist, sind hier so noch ein paar Sprüche dabei. Ein Herzchen. Und einmal hier diesen Nussknacker. Den finde ich auch total schön. Ich habe ihn bestellt, weil ich diesen Nussknackerpapier so gerne hätte. Das Pinke von Recollection. Aber so ein Stempel ist ja auch nicht schlecht. Die kann ich mir dann so gestalten, wie ich ihn will. Die würde ich wahrscheinlich auch pink-lila machen, ne? Ja, genau. Und Woodwear-Stempel, also den ich habe, den finde ich ganz, ganz toll. Und stempelt sich super ab und ist auch unter 10 Euro, das kann ich schon mal sagen. Und dann nochmal zwei. Einmal diesen hier. Wie heißt du denn eigentlich? Cosmos Collection und Clemantis. Ja, also ich muss sagen, ich finde den hier jetzt ein bisschen schöner als den hier. Da fehlt mir hier so ein bisschen so der Rand. Aber ja, ich muss mal sehen, wie das aussieht, wenn ich das selbst ausgemalt habe. Und Blumen ausmalen gefällt mir in letzter Zeit total gut. Und dann habe ich noch ein Schoki, was ich gleich aufessen werde. Ganz süß, vielen lieben Dank. So, und dann gab es noch ja, so ein Katalogchen. Da habe ich gleich so gesehen, so, oh, will ich. Und das ist leider niederländisch. Kann ich ja nicht. Also ich könnte es vielleicht lesen und ich verstehe es auch. Mandag, Dienstag. Auf die Aussprache achten wir jetzt nicht. Aber ja, nee, ich will jetzt nicht niederländisch in meinen Kalender stempeln. Aber das hier muss ich mir überlegen, ob ich mir das nicht kaufe. Ja, so. Gibt es noch was zu sagen? Was zu sagen? Was zu sagen? Nee, eigentlich nicht. Ich würde sagen, ich sage noch nicht Tschüss. Ich werde noch versuchen, ein, zwei Produkte zu testen und dann zeige ich euch das Ergebnis, so wie das die Birgit macht von Bivo-Deco-Welt. Das finde ich immer ganz, ganz toll, weil du mir zusiehst. Danke für die Idee. Und ja, genau. Es geht gleich weiter. So, dann melde ich mich zurück nach einiger Zeit. Ich habe jetzt mit den Sachen, nicht mit allen, aber mit einigen habe ich ein bisschen gespielt und dann zeige ich euch das mal. Also erstmal zu den Nuvo Shimmer Powders. Also das ist hier Atlantic Burst und das hier ist Jade Foundation. Und da muss ich sagen, bin ich ein kleines bisschen enttäuscht. Wieso ist denn hier Pink dabei? Das ist doch gar nicht hier zu sehen. Mensch, also ich habe hier ganz, ganz viel benutzt, damit man halt eben den Effekt hier sieht. Das ist schon mal echt extrem. Das ist echt super schön. Aber ja, warum ist denn da jetzt auch wieder rosa dabei? Das war jetzt auch, glaube ich, bei irgendeinem anderen auch, dass man das nicht gesehen hat, dass es da irgendwas irgendwie nicht gestimmt hat. Das fand ich ein bisschen schade. Oh, ist ein Haar dabei. Ja, mal gucken, was ich damit mache. Wegschmeißen tue ich das nicht. Ich finde den Hintergrund trotzdem sehr, sehr schön. Aber ja, bin irritiert durch das Pink. Und das hier stimmt komplett überein. Also das, ne? Sieht echt richtig, richtig, richtig toll aus. Also diese Farbe kann ich echt super empfehlen. Atlantic Burst sieht super, super schön aus. Ja, genau. Ich glaube, dass meine Kamera das nicht ganz so schön wiedergibt. Ich versuche es beim Videoschnitt es ein bisschen realistischer hinzukriegen. Oder es ist nur mein Display so und ich sehe das nicht, dass es echt angezeigt wird. So, dann mit den Stempeln. So, da habe ich jetzt einmal diesen hier verarbeitet. Da habe ich mir den Alkoholmarkern ausgemalt, die es auch im Shop gibt. Das sind diese hier, ne? Tree Blend. Ich weiß jetzt gar nicht hundertprozentig, welche Farbe ich jetzt benutzt habe. Auf jeden Fall habe ich jetzt noch zum Hochzeitstag embossed und ja, diese Karte hier gestaltet. Das Ausmalen ging super, hat Spaß gemacht und hier sind noch ein bisschen Glitzer Drops drauf und mit einem weißen Stift habe ich noch ein paar Akzente gesetzt. So, weiter mit den Tree Blends habe ich auch noch diesen Stempelset hier ausgemalt. Das ist jetzt für dich. Und ja, nur das in der Mitte, das habe ich mit so einer Tusche von Amazon, nein, von Action. Weil ich einfach, ja, keine Ahnung. Oder nicht. Oder doch nicht? Nee, das musste, glaube ich, auch ein Alkoholmarker sein. Woanders habe ich was von Action benutzt. Genau, einmal diese Karte. Dann habe ich das hier ausgemalt, komplett mit den Shimmer-Powders. Und obwohl, egal, ob ich jetzt mit Wasser oder mit Alkoholmarkern male, ich habe jedes Mal immer das gleiche Papier benutzt und immer diesen Extreme Black. Wenn man ihn lang genug trocknen lässt, funktioniert das wunderbar. Da verschmiert gar nichts. Und da habe ich benutzt. Für das Pink habe ich diesen Schimmerpowder benutzt und ganz viel Wasser und dann hat ihn verblendet und für die Blätter habe ich den hier genutzt
Und ein kleines bisschen da auch reingemischt. Und das hellblaue ist das Blue Blitz. Und weil ich kein Gelb habe, da habe ich dann die Tusche genommen. Und dann den Embossing Folder, den ich schon mal in meinem Haul gezeigt habe, habe ich jetzt auch mal verwendet, ausgeschnitten und dann war die Karte fertig und dann noch alles Liebe. Ja, finde ich sehr, sehr schön. Und ich habe schon lange nicht mehr mit Aquarell gemalt. Das ging eigentlich ganz gut. Hat auch Spaß gemacht. So, jetzt zu den Stanzen. Ich habe ja von diese Rahmenstanzen mir gekauft und auch gleich einen goldenen Rahmen ausgestanzt. Ich habe das Vellum benutzt und dann diese winterliche Stanze mit diesen Tannenzapfen. Jetzt fällt mir der Name natürlich ein. Nachhinein dachte ich mir, hätte ich ja mal diesen Cosmic Shimmer Fluffy Powder benutzen sollen. Aber jetzt, so nachhinein, traue ich mich nicht, weil Vellum mit Hitze immer nicht so einfach ist. Und es ist jetzt schon so ein bisschen verbogen hier und da. Da sieht man das, ne? Aber so ist das. Ich wollte aber unbedingt embossen, weil irgendwie, ja, wollte ich unbedingt. Genau. Und das ist das, was jetzt mit den Sachen aus dem Haul entstanden ist. Genau, kann man die Sachen noch ein bisschen in Aktion sehen. Und ja, jetzt beende ich aber wirklich das Video, meinen Einkauf und mein Kartenupdate hier und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!